So, Cool.io. ja, das jetzt sind wir natürlich schon viel zu spät dran, gell, für alles. Ja, ich weiß. Also Google hat ja, ich meine, es gibt ja viel nachzuholen. Also Google hat die I.O. gehabt, Microsoft hat was gehabt. Ja, das war es dann eh schon. Also und bei Google ist halt, wie überall im Moment, ist alles AI. Was ist vorgestellt worden? Fassen wir es kurz zusammen. Gemini 1.5 für Pros und die normale. Gemini 1.5 für, also Flash, das ist das kleine Modell. Nach einem Project Astra ist das, was eigentlich diese ganzen AI-Pins etc. versucht haben, halt jetzt an dem Smartphone drin. Halt mit so, dass die Kamera da sagt, du zeigst auf was drauf. Was ist es oder wie kann ich die Gleichung lösen? Ah, ja, okay. Das So ist wie die das. Dann Ansteck-Nadel da, ja. natürlich Generative AI zeigt mit Bilder, Videos und Musik. Dann, was haben sie noch vorgestellt? Dann diese Sex-Gen, was war das? Diese, was sind die TPUs bei Google nochmal? Welchen Artikel bist du denn Ich jetzt? schau mal, Im Video? ich spring gleich durchs Video schnell durch, dass ich alles, weil da habe ich alles. Ah, okay. TPUs, das sind die TPU, das sind die komischen Text Ah, Processor. Tensor Pro, ah, ja, das Tensor, ist der ja. eigene Chip von Google, okay, da haben sie einen neuen. Ja. Nachher haben sie halt was zu Google Search vorgestellt, was sich da ändern wird und dass es da sozusagen so Zusammenfassungen gibt und so deinen ganzen Mealplan für die Woche erstellen kann. Da kannst du dann austauschen und so weiter. Man, nebenbei witzig, da hat es ja jetzt einen Leak die Woche gegeben von Google bezüglich Suche, wo sie eigentlich seit Jahren gesagt haben, nein, es ist nicht wichtig und da drin steht, aber es wäre eigentlich, sie berücksichtigen es. Also Google hat da, ich mein, man weiß nicht zu 100%, ob der Leak stimmt, aber welche Überraschung, Google hat nicht immer die Wahrheit erzählt. Oh, ja, ganz komisch, ganz komisch. Das überrascht mich jetzt wirklich. Dann, was ganz cool war, zum Beispiel, dass sie halt so gezeigt haben, du kannst dann auch mit Google Lens zum Beispiel, sie haben als Beispiel von einem Plattenspieler gezeigt, wo die Nadel nicht mehr auf die Platte draufgegangen ist. Und dann kannst du das Google Lens zeigen und fragen, warum funktioniert der Plattenspieler nicht? Und dann sucht er da dementsprechend Hilfe aus dem Internet raus. Aha, Das ist okay. cool. Nachher kommt natürlich Gemini jetzt in Gmail rein. Es kommt aber auch sonst in eigentlich alles rein, was Google kehrt. Ja, und das war's dann im Grunde. Also das, was Microsoft, was wir später noch haben, mit diese Copilot-PCs machen will, macht natürlich Google halt mit der Google-Plattform. Ja. Also auch in Chromebooks kommt das ganze Zeug natürlich rein. Cool. Und was dann neu ist, Google bringt, du kannst jetzt dein Smartphone auch mit dem Gesicht steuern, also so Gesichtstracking. Ja, ist jetzt quasi ein Feature jetzt nicht für, also wenn du wirklich eingeschränkt oder sowas bist, dass es nutzen kannst. Ah, okay. Das ist, es geht eigentlich um das. Also soll quasi so Jawohl. ein Inklusionsding sein, das jetzt wie bei deinem ersten Controller. Okay. Ich meine, natürlich kann es jeder nutzen und ich bin mir sicher, es wird genutzt werden. Und was auch noch witzig ist, Google hat will anscheinend HubSpot kaufen. HubSpot, was war das nochmal? HubSpot ist das Ding für Online-Marketing, diese Plattform. Also CRM. Marketing. Weil im Endeffekt ist ja Microsoft der Big Player in der ganzen Cloud-Geschichte und so B2B-Geschichten. Und da will Google auch ein Scheibchen vom Kuchen abhaben. Ja, aber ha,
Wird es nicht Probleme geben für Google, weil sie in der Werbung schon eh der. Ich meine, das ist eine andere Geschichte. Ob der Deal jemals Realität wird, weiß ich nicht. Ja. Weil, puh. Puff, puff. Ich meine, ist jetzt nicht ganz so, also ja, stimmt natürlich. Vor allem, es ist ja die Frage, ob danach Google noch HubSpot jedem zur Verfügung stellen wird. Ich meine, nebenbei, man muss jetzt dazu sagen, okay, HubSpot wird jetzt von keiner kleinen Firma benutzt, weil dafür ist das Zeug zu teuer. Ja, klar. Weil HubSpot kostet nämlich ab 792 € pro Monat. Ja, gut. Für drei Lizenzen. Ja, du musst aber jetzt nicht eine große Firma sein, da reicht es, wenn du halt ein bisschen eine Na, Agentur bist eh, oder aber sowas, ja. ja, ich sag, aber du bist nicht mehr ganz klein. Nein, Also, du das bist schon. jetzt nicht mehr. Also, weil 792 € pro Monat zahlst du jetzt nicht als Einzelfirma. Nein, nein. Ich meine, sie haben günstigere Lizenzen auch. Aber ja. Das ist natürlich das, was es dann tricky macht, wenn es halt nachher, wenn es halt, ich meine, sie haben jetzt ab 15 € kannst du schon auch starten pro Monat. Aber ist halt so eine Geschichte, was der Google damit vorhat dann. Was ist denn der Space Top G1? Ah, das habe ich heute auch gesehen. Ja, das ist ein Laptop, wo du quasi nur mal diese VR-Brille hättest. Du hast die Tastatur und die ganze Station, was ausschaut wie ein Laptop ziemlich, und dann hast du diese VR-Brille. Was ich sagen muss, weil ich habe ja diese Meta-Quest geliehen bekommen. Ich habe das Feature ja ausprobiert mit diesem Monitor-Setup. Die Brille ist nur zu groß im Moment, aber wenn das wirklich so eine kleine Brille wäre, wäre das schon ganz cool. Also finde ich auch, oder? Dass das zum Arbeiten möglicherweise in Zukunft gar nichts so Unsinniges Na, wäre. also ich sag so, wenn das Ding wirklich kleiner wäre und so wie da, dass du eine externe Plattform hast, wo die ganze Hardware ausgelagert ist. Und die Brille wirklich nur anzeigt. Ja, ich meine, das, wir sind natürlich mit der kabellosen Übertragung nicht so weit, dass du so eine Leistungen übertragen kannst. Aber wenn das irgendwann so weit ist, musst du wahrscheinlich sogar sagen, du wärst keinen anderen Monitor mehr benutzen. Weil ich wüsste nicht warum, weil da kann ich mir theoretisch 6 Monate Monitore hinprojizieren. Und vor allem, das Geile ist, ich kann sie ja dahin tun, wo ich sie hin tun will. Das klingt aber wirklich cool, ja. Ist gar nicht so. Also das ist, glaube ich, ich habe das heute gesehen und ich wollte es nicht mehr in die Sendung reintun, weil du wahrscheinlich schon alles geschrieben gehabt hast. Na, das ist ja. Aber Semmer hätte es eh flexibler mit Slack. das ist eine ganz eine coole Geschichte. Das könnte ganz cool werden. Okay, das habe ich gleich in den Notes eine, ja. Cool. Also, Nur halt eben geht bei. das Problem Ja. derzeit MetaQuest, dass ich das auch noch kurz sage, du hast halt so einen riesen Klotz am Schädel einfach im Moment noch. Im Endeffekt hast du dann zwei Klotze am Hals. Ja, du hast zwei Klötze und zwei Klötze an die Beine, dann habe ich noch zwei Klötze an die Hände, dann bin ich zu eingeschränkt in Summe. Ja. Und natürlich auch ein Problem ist, da die ganze Hardware da drin ist, du merkst halt, dass diese Brille auch, ja, warm wird. Ja, klar, eben, ja. Und irgendwann fängt der Lüfter an zu rennen. Ja. Der hat einen eingebauten Lüfter, oder? Der hat einen eingebauten Lüfter, ja. Lüftet der dann die Stirn oder die Hardware? Die Hardware. Oh. Ui. Okay. Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das. Aber dieses,
was sie richtig gut gemacht haben, ist dieses Augmented Reality. Also das haben sie schon richtig gut gemacht. Okay. Also das ist wirklich, da muss man Meta echt sagen, ja, gratuliere, das ist nicht schlecht. Ja, also wie ist das Bildsignal, was durchgereicht wird von einer realen Umgebung? Abgesehen davon, dass es jetzt vielleicht nicht farbtreu ist oder so und die. Also farbtreu ist gar nicht das Problem. Es kommt sehr stark darauf an, wo du Ja, hinschaust. du wärst ja Dein Rauschen Schreib. wärst haben zum Beispiel. Ich meine, zum Beispiel, du kannst in diesen, wie heißt das, Meta Workspace oder was weiß ich was, du kannst ja da die Monitore da Ja, anzeigen genau. lassen. Jetzt ist es so, die Tastatur würde ich nicht zu 100% erkennen, aber sie haben was sehr Kluges gemacht. Ich kann zum Beispiel mein Logitech MX Keys Keyboard registrieren da drin und dann zeigst du mir das nochmal digital über mein reales Keyboard drüber an. Ah. Und dann hast du natürlich überhaupt kein Ja. Problem mehr. Und das ist dann schon cool Wie ist gemacht. das? Kannst du Handy ablesen? Teilweise ja, muss halt sehr, sehr gute Bedingung Ja, sein. okay. Also, wenn es jetzt dunkel ist und draußen die Sonne reinscheint oder wenn es Licht blöd steht, dann Ja, schwer, aber aber ist prinzipiell geht. es wird, ja, sagen wir so, du wärst aber, du tust das schon, du musst schon teilweise, okay, was war das, was ist das jetzt, was ist, steht da, Ja, okay. aber es könnte schon machbar sein. Okay. Cool.